Na, Rudi, worum geht's denn heute? Heute geht es um was Besonderes. Und zwar Mons Teer Wörter. Und worum geht es noch, Rudi? Um Learning Apps. Was es damit auf sich hat, erklären wir euch gleich. Rudi, erzähl mal, wieso denn Monsterwörter? Ja. Wir machen gerade in der Schule eine Einheit zu Monstern. Haben wir gemalt, haben wir gebastelt und wir lesen dazu. Zum Beispiel mit dem neuen Buchstaben G. G. Und weil wir lesen üben, hat unser Lehrer gesagt, können wir das ja mal auf den Learning-Apps machen. Und vielleicht erklären wir den Kindern das mal. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Und was muss ein Kind können, damit es damit arbeiten kann mit den Learning Apps? Es muss lesen können. Und alles Weitere erklären wir euch gleich. Und wenn man das jetzt nach dem Video üben will, kannst du nicht irgendwie unter deinem Video irgendwie ein paar Links hinsetzen zu Learning Apps, dass alle das üben können? Ja, ich glaube, das kriege ich hin. Unterm Video findet ihr Links zu Learning Apps. Also, Rudi, dann hol mal einen Computer. Ah, der ist ja praktisch. Genau, damit wird es gehen. Kommt doch mal rüber, dann könnt ihr besser gucken. So, Rudi, du hast jetzt unter dem Video auf einen Link geklickt. Genau? Ja, habe ich gemacht. Sehr gut. So, dann wir nämlich hier. Da steht als erstes die Aufgabe. Hier oben seht ihr übrigens die Internetadresse learningapps.org. So, da steht, lies dir die Silben durch und füge sie zu Wörtern zusammen, die zu unseren Monstern passen. Ne? Rudi hat erzählt, sie haben im Unterricht Monster gemalt und Monster gebastelt. Und jetzt wollen sie die Monster beschreiben. Welche Eigenschaft können die Monster haben? Ich klicke hier auf OK und ich sehe ganz viele Karten. Die kann ich auf diesem PC ganz gut mit dem Finger bewegen. Und ich verrate euch, es sind immer zwei Eigenschaften. Und diese zwei Eigenschaftswörter sind mit dem kleinen Wort und verbunden. Rudi, siehst du und? Ja, da mit der Nummer 6. Da steht und. Genau. Das würde ich mir vielleicht mal hier in die Mitte schieben. Rudi, weißt du noch, mit welchen Buchstaben wir gerade arbeiten? Ja, mit dem G. G. Und die beiden Wörter fangen mit G. G an. So, ich würde es jetzt so machen. Ich schiebe mir das G hier rüber und dann gucke ich weiter. Ich lese sie. Rudi, lies mal. Das da, hu. G. Dann lies mal den da mit der Nummer 2. Lehrt. Genau, den könnte ich da auch schon mal rüberschieben. Rudi, welches ist denn ganz einfach zu lesen? Ick. Die Nummer 4, ick. Ja, das schiebe ich vielleicht mal rüber hier. Und sonst, Rudi? Ja, dann haben wir noch ein G mit der Nummer 4. Das schiebe ich dann auch mal hier hin. So, jetzt habe ich hier zwei Silben und da habe ich drei Silben. Mal gucken, ob daraus ein Wort entstehen kann. So, Rudi. G. Gelehrt. Schon mal gehört, Rudi? Ja, gelehrt ist, glaube ich, wenn man schlau ist.
Und? Rudi? Was steht denn da? G, G, G steht da erstmal. G, Leng, Kick. Gelehrt und gelenkig. Rudi, könnte dein Monster gelehrt und gelenkig sein? Ja, das könnte gut sein. Glaub schon. So, Rudi. Wenn ich jetzt das Wort nehme und es vertausche, geht das dann auch zu lesen? Ja, gelenkig und gelehrt ist dasselbe. Wie Tauschaufgaben in Mathematik. Wollen wir mal gucken, ob es richtig ist. Dazu kontrollieren wir hier unten. Ah, jetzt zeigt er uns, das ist falsch. Und das liegt daran, wie ich das programmiert habe. Das heißt, wir müssen es wieder zurückschieben. Nehmen wir das G mal hier hin. Gelehrt und gelenkig. So, mal gucken. Ich drücke hier drauf. Zack. Okay, du hast die richtige Lösung gefunden. Rudi, zeig uns nochmal dein Monster. Jetzt habe ich das verstanden. Mit den Learning Apps. Den Monsterwörtern und ihrer Silbe. Jetzt will er mein Monster sehen. Das wäre ganz nett, Rudi. Was flüsterst du denn da? Soll ich ihm das mal zeigen, was ich im Unterricht gebastelt habe? Aber nicht, dass du dich erschreckst. Nee, Rudi, mach mal. Also, aufgepasst. Sehr witzig, Rudi. Ja. Mensch, Rudi. Klasse sieht das aus. Aus Papier gemacht? Warte, ich halte dir das mal. Ja, genau. Es ist ziemlich schlau, deswegen passt gelehrt gut dazu. Und es ist gelenkig. Stimmt, glaube ich auch. Also, viel Spaß beim Lesen, beim Basteln und demnächst bei den Osterferien.